بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في دراسة أبواب كتاب التوحيد، يعني المقصود من هذه الأبواب أو من هذا التأليف. نعم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen und der Friede und Segen sei auf den letzten der Propheten. Wir beginnen heute mit dem Buch des Tauhids, des Eingottglaubens, und wir werden die verschiedenen Kapitel durchnehmen. Und was ist das Fazit aus diesen Kapiteln? قبل أن نبدأ بالدراسة لابد من معرفة أمور مهمة جدا عندنا. الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ ولماذا مثلا ما نقدم الآن هنا دراسة الفقه أو علم اللغة العربية مثلا النحو أو اللغة الألمانية أو الكمبيوتر أو ما إلى ذلك، لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. Bevor wir beginnen, müssen wir wichtige Sachen lernen und klarstellen. Und zwar, warum lernen wir diesen Eingott? Warum lernen wir zum Beispiel nicht das Verständnis in der Religion oder das Erlaubte und Verbotene oder die deutsche Sprache oder etwas über die Computer? Warum lernen wir gerade dieses Thema? خلقنا حتى نوحد الله سبحانه. لم تخلق لا للأكل ولا للشرب ولا للعب ولا لغيره. خلقت حتى تعبد الله سبحانه وعبادة الله سبحانه وتعالى هي التوحيد. نعم. Der Grund ist, wir wurden dazu erschaffen, Allah anzubeten mit diesem Eingottglauben, mit diesem Tawhid, nicht um nur zu essen und zu trinken und zu schlafen. نعم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. لا تقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. نعم. Allah nimmt keine Tat an, außer durch diesen Eingottglauben. Jede Anbetung, die du machst, wird nur durch diesen Tawhid angenommen. ولهذا في أي عبادة من العبادات شرط قبول أي عبادة من العبادات دائما في شروط الصلاة يقول أول شرط الإسلام، في شروط الوضوء أول شرط الإسلام، في شروط الصيام الحج الزكاة أول شرط هو الإسلام. مفهوم؟ نعم. Und deswegen ist die erste Bedingung für jede Tat im Fiqh, also im Verständnis der Religion, ist die erste Bedingung bei jeder Tat der Islam. Das heißt, die Person, die zum Beispiel die Pilgerfahrt machen will oder beten will oder fasten will, muss erstmal Muslim sein. La yadkhul janna illa muwahhid. Und es tritt nur ins Paradies ein, derjenige, der Allah einzig angebetet hat. Sabab li shafa'ati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tauhid. Und dieser Eingottglaube wird am Tag der Auferstehung ein Grund dafür sein, dass der Prophet für dich Fürsprache hält. تكثير الحسنات تكثير السيئات. Und das wird deine guten Taten vermehren und deine schlechten Taten tilgen. لو سألك أي إنسان وقال هل أنت موحد؟ نعم. Wenn ich irgendjemand fragen würde, bist du einer, der Allah einzig anbetet, was sagst du? يقول بين لي هذا التوحيد. تقول لا أدري. هذا معناه أنه عندما قال نعم أنا موحد هذه شهادة الزور كذب. نعم، لابد يعرف التوحيد. نعم. Wenn du jetzt als Antwort ja sagst und diese Person dich fragt, erklär mir diesen Tawhid, erklär mir diesen Eingottglauben, und du weißt es nicht, dann hast du gerade eben gelogen und hast ein falsches Zeugnis abgegeben. ثم لو قال لك قائل هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. نعم. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, bist du ein Götzendiener? Sagst du, ich suche Zuflucht bei Allah, ich bin das nicht. طيب من هو المشرك؟ ما هو الشرك؟ فإذا عرف الشرك هذا معناه أنه يعرف الشرك وبهذا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مجتنبا له. وإذا كان لا يعرف الشرك نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. Wenn er jetzt gefragt wird, was ist denn dieser Schirk, also dieser Götzendienst, und er kann ihn erklären, dann bedeutet das wirklich, dass er ihn kennt und sich davor geschützt hat. Aber wenn er nicht weiß, was es ist, dann kann es sein, dass er schon da reingefallen ist und er weiß es nicht. Also es ist Pflicht für jeden, diesen Eingottglauben zu lernen. دعوه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام واتباع من بعدهم. Und das war der Aufruf von allen Propheten und Gesandten und allen Nachfolgern von ihnen, und zwar der Eingottglauben.
هذا الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. Das ist der erste Aspekt. Warum lernen wir den Tawhid? طيب لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. Und warum lernen wir dieses Buch von diesem Gelehrten Muhammad ibn Abdul Wahhab, das Buch des Tawhid? لأننا طلاب، والطالب لابد يرجع في الدراسة إلى أهل الاختصاص، فرجعنا إلى اختصاص العلماء. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا من أهم الكتب التي لابد أن تدرس التوحيد. نعم. Weil wir alle noch Schüler sind und der Schüler muss sich an die Bücher von großen Gelehrten wenden, die sich in diesem Thema spezialisiert haben. Und es ist ein Buch von diesem Gelehrten, worüber die Gelehrten sagen, man muss das lernen in diesem Thema. كثرة الشروحات عليه تدل أن هذا الكتاب له قيمة عند العلماء. Und die vielen Klarlegungen dieses Buches und die vielen Autoren, die über dieses Buch geschrieben haben, das zeigt, dass dieses Buch einen großen Wert hat bei den Gelehrten. لا يوجد في هذا الكتاب إلا قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة رضي الله عنهم. لا يوجد فيه كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. كل ما في هذا الكتاب أدلة من كتاب وسنة وقال السلف الصالح. نعم. Und in diesem Buch findet man nur Aussagen Allahs und des Gesandten und der Gefährten. Kein einziges Wort von dem Autor selber, sondern er hat nur die Worte von Allah und seinem Gesandten überliefert. مؤلف هذا الكتاب إمام شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح. Und der Autor dieses Buches ist ein Vorbeter und ein Vorbild, dem die ganze Nation des Islam Zeugnis abgelegt hat über seine über sein Wissen und über seine Gottesfurcht. معاصر وبهذا عرف الأشياء والأمور التي تقع في هذا الزمن وحذر منها في هذا الكتاب. نعم. Und erzählt zu unserer Epoche, zu unserer Zeit. Das heißt, er weiß alle Dinge, die heute passieren sozusagen, und hat darüber dann das Buch geschrieben. حسن التبويب والترتيب والتصنيف. نعم في هذا الكتاب. Und er hat dieses Buch sehr schön gegliedert in guten Kapiteln und in guten neuen Toren geöffnet. نعم. وسنرى بإذن الله تعالى. Und wir werden das noch sehen selber. طيب بعد هذا لو قال لك قائل هؤلاء من يتكلم بهذا وغيره هؤلاء وهابية وهذه الوهابية فرقة جديدة. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, also und über sich beschweren würde und sagen würde, das sind eine Gruppe, die entstanden ist, die neu ist und die nennt sich Wahhabiyya. نقول هذا الكلام هو كلام من يعادي الدين لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا عنهم وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه كاذب وكاهن وساحر. نعم. Das ist, wer so redet, dass er redet wie jemand, der die Religion befeindet. Warum? Weil alle Propheten und Gesandten, auch unser Prophet Muhammad, wurde beschimpft mit Lügner und Zauberer und Dichter. ثم بعد هذا أخذوا يتكلموا على الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم تكلموا على الأئمة الأربعة وتكلموا على علماء السنة وكانوا يرمون هؤلاء علماء السنة بألقاب حتى ينفر الناس عنهم. نعم. Und nicht nur die Propheten, sondern auch die Gefährten und die Schüler der Gefährten und deren Schüler und die vier großen Imame und die großen Gelehrten dieser Ummah. Alle schlechten Menschen haben diese Leute beleidigt und befeindet und ihnen sogar Spitznamen, schlechte Namen gegeben, damit sie die Leute von ihnen fernhalten. فإذا قال لك قائل احذر من الوهابية أو احذر من كذا تقول له اسمع تعرف من الوهابي. نعم. Wenn jemand also zu dir sagen würde, pass auf vor den Wahhabiten, pass auf vor dieser Gruppe, dann musst du erstmal zu ihm sagen, hör mal zu, weißt du überhaupt, wer die Wahhabis sind? الوهابي أنا وأنت. نعم. Du sagst zu ihm, ich und du, wir sind beide Wahhabi. كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك وقال عنه وهابي. Jeder, der den Menschen den Eingottglauben beibringt und sie vor dem Götzendienst, also dem Schirk, warnt, ist ein Wahhabi. هل تدعو للتوحيد وتحذر من الشرك؟ لابد تقول نعم. إذن أنت وهابي. نعم. Bist du jemand, der zum Eingottglauben aufruft und vor dem Schirk warnt? Wenn das so ist,
dann sagst du ja und dann bist du also Wahhabi. لكن لا يوجد أحد في الواقع لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا من جاء بعد الشيخ يقول أنه وهابي. نعم لكن هم قلنا لقبوا هؤلاء بالوهابية حتى ينفروا الناس عنهم. نعم. Aber in der Tatsache, in der Wirklichkeit findet sich keiner, der den Eingottglauben umsetzt oder selbst der Scheich nicht und der sich selber Wahhabi nennt. Aber wir haben gesagt, diese Menschen, die schlechten Menschen, die nennen immer Spitznamen, schlechte Spitznamen, um die Menschen davon fernzuhalten. ثم أن هؤلاء أرادوا أن يقدحوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإذا هم يمدحوا كيف؟ لأن الوهابية نسبة إلى من؟ إلى الوهاب والوهاب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. Als nächstes haben diese schlechten Menschen vergessen, dass sie wollten schlechten Namen geben diesem Mann, aber sie haben ihn gelobt, weil sie haben ihn Wahhabi genannt. Und wer ist denn der Wahhab? Das ist Allah. ننظر إلى سبب العداوة بين هؤلاء وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سبب العداوة هو شيء واحد، التوحيد. أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يعلق الخلق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. وأبى هؤلاء إلا أن يعلقوا الخلق بالخلق. نسرع في السلام. نعم. Und nun schauen wir uns den Grund an. Warum besteht überhaupt so eine Feindschaft zwischen diesen Menschen und zwischen diesen Gelehrten? Der Grund dafür ist, dass dieser Gelehrte, Muhammad ibn Abdul Wahhab, er wollte die Menschen binden mit Allah. Aber sie verneinen das und wollen die Menschen binden mit den Geschöpfen. Und sie haben viele Lügen über ihn erfunden und viele Sachen über ihn gesagt. ونحن والله لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عن الأئمة الأربعة أو عن يعني علماء أهل السنة لا ندافع عنهم لأنهم فلان وفلان وفلان لا ندافع عنهم لأن هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة والطعن فيهم طعن في من؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم und wir verteidigen diese Gelehrten seien es die großen Imame oder heutigen Gelehrten. Wir verteidigen sie nicht wegen ihren Namen oder Abstammung. Nein, wir verteidigen sie, weil sie die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind, weil sie zu beleidigen bedeutet, die Sunnah zu beleidigen. فقالوا عن الشيخ أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Sie haben über ihn erzählt, also diese Lügen erzählt, dass er zum Beispiel nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt. طيب. هو يقول أن الذي لا يصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير في الصلاة فصلاته باطلة يرى أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة لو تركها الإنسان حتى لو جاهلا أو ناسا فالصلاة باطلة. Aber ist derjenige unter den Gelehrten, dessen eine Ansicht folgend lautet, und zwar das letzte Bittgebet am Ende des Gebetes. Dieses Salat Ibrahimiyya, wo man Segenssprüche bringt über den Propheten Ibrahim und über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses Gebet, Bittgebet, bei ihm ist Pflicht. Das heißt, wenn das jemand vergisst, absichtlich oder unabsichtlich, dessen Gebet ist ungültig. Alafa fi sirat an-Nabi alayhi salatu wassalam. Na'am. Und er hat ein Buch über die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben. وذكر وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق. Und er hat darin erwähnt, dass Pflicht ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben und dass man seine Liebe vor jeder anderen Liebe der Geschöpfe stellen muss. نعم. بعد هذا إذا أردنا أن ندرس هذا الكتاب لابد أن نعرف محتواه. يعني نفهرس هذا الكتاب ونقسم هذا الكتاب ونعرف ما فيه نعم باختصار. Und bevor wir jetzt dieses Buch nochmal erläutern, müssen wir erstmal das Verzeichnis kennen und wissen, was da drin ist. فهذا الكتاب والله أعلم يحتوي على أقسام عشرة نعم. Und dieses Buch lässt sich in 10 Teile teilen. وهي أقسام كم؟ عشر. نعم. Es sind genau 10 Teile.
الأول مقدمة، المقدمة لهذا الكتاب وتحتوي على خمسة أبواب. نعم. Der erste Teil ist das Vorwort dieses Buches und es besteht aus fünf anderen. القسم الثاني تفسير التوحيد، تبيين التوحيد. نعم. Der zweite Teil des Buches ist die Erläuterung des Tawhid, also die Klarlegung des Tawhid. القسم الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الصالحين ولا أحد. نعم. Der dritte Teil des Buches besteht aus Beweisen und Argumenten dafür, dass keiner außer Allah angebetet werden darf, dass jede Anbetung außer Allah ungültig ist. ثم ذكر في القسم الرابع أسباب وقوع الكفر ووقوع الشرك في الأمة. لماذا؟ لأن لو عرفنا هذه الأسباب اجتنبناها. نعم. Als vierten Punkt, als vierter Teil hat er erwähnt die Gründe und Ursachen, warum in dieser Nation des Propheten Unglaube und Götzendienst gefallen ist. Wenn wir die Ursachen kennen, dann können wir sie auch von uns fernhalten. أيضا في القسم الخامس ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دحض حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يمكن أن يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية. نعم. هذه شبهة عندهم. نعم. عند أهل الشرك. Der fünfte Punkt ist, er widerlegt das Argument derjenigen, die sagen, es ist unmöglich, dass der Götzendienst unter den Muslimen passiert oder dass der Götzendienst auf der arabischen Halbinsel passiert, denn das ist ein Zweifel, den sie haben. نعم. ثم جاء بالقسم السادس بالأعمال الشيطانية بالسحر والكهانة والتطير والنظر في النجوم. نعم. Im sechsten Teil des Buches erzählt er die verschiedenen Formen des Unglaubens, wie zum Beispiel, dass man zaubert oder dass man sich nach den Sternen richtet und so weiter. نعم. ثم القسم السابع أعمال القلوب. الخوف والرجاء والتوكل والمحبة. Der siebte Teil des Buches erklärt die Taten der Herzen, wie zum Beispiel die Hoffnung und die Furcht und die Liebe. ثم القسم الثامن الأسماء والصفات. وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. Der achte Teil des Buches besteht aus den Namen und Eigenschaften Allahs und die Pflicht daran zu glauben. ثم القسم التاسع ذكر فيه المناهي اللفظية أشياء ينهى عن التلفظ بها والألفاظ عندنا بعض الألفاظ شركية وبعض الشركيات وركز على الشرك الأصغر لأنه خفي وعلى كفر النعمة. نعم. Und im neunten Teil hat er uns erwähnt die kleinen Arten des Schirk und er hat verschiedene Wortlaute oder Sprechwörter erwähnt, die nicht erlaubt sind, in denen dieser Schirk enthalten sind. Und er hat sich um den kleinen Schirk gekümmert darum. Warum? Weil dieser kleine Schirk sehr versteckt ist. مناهي اللفظية وألفاظ شركية. نعم. Also verbotene Sprechwörter. المناهي اللفظية ألفاظ منهي عنها وألفاظ شركية. Wörter, die einen in den Götzendienst treiben. وركز في هذا القسم على الشرك الأصغر لأنه خفي. Und er hat in diesem Teil sich spezialisiert auf den kleinen Schirk, weil er verborgen ist. وعلى كفر النعمة. Und dass man die Gnade Allahs verleugnet. نعم. ثم القسم العاشر ذكر فيه خاتمة لهذا الكتاب المبارك. نعم. Und im zehnten Teil hat er einen Abschluss über dieses gesegnete Buch erwähnt. المقدمة. Also wir nehmen nochmal von neu das Vorwort. تقول مقدمة وخاتمة. نعم. مقدمة الكتاب وخاتمة الكتاب. Vorwort und Abschluss des Buches. ثم تفسير التوحيد. Die Erläuterung des Eingottes. الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. Die Beweise und Argumente für die Ungültigkeit der Anbetung anderer außer Allah. سبب وقوع الشرك في سبب وقوع الشرك. Der Grund dafür, dass überhaupt Götzendienst passiert ist. الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة. Die Antwort auf diejenigen, die sagen, dass kein Götzendienst in der Nation oder in der arabischen Halbinsel passieren kann. الأعمال الشيطانية. Die Taten des Satan. أعمال القلوب. Die Taten des Herzens. وجوب الإيمان بالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. Die Pflicht des Glaubens an die Namen und Eigenschaften Allahs zu glauben. أمثلة وأنواع للشرك الأصغر
والمناهي اللفظية والألفاظ الشركية. Und Beispiele über den kleinen Schirk und verbotene Sprichwörter oder Wörter, die einen in den Götzendienst treiben. ثم الخاتمة. Und danach der Abschluss. من يعيد لهذا أقسام عشر. Wer wiederholt diese zehn Teile? نعم. مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب. نعم. وتحتوي على خمسة أبواب. Also als erstes nochmal das Vorwort des Buches, das wieder auf aus zehn aus fünf anderen Vorworten besteht. نعم. تفسير التوحيد وتبيين التوحيد. نعم. Zweitens die Erläuterung des Eingottglaubens. ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. نعم. Die Beweise und Argumente für die Ungültigkeit der Anbetung anderer außer Allah. ثم ثم أسباب وقوع الشرك حتى نجتنبها. نعم. Der nächste Teil ist die Gründe dafür, warum Götzendienst entsteht, damit wir uns davon fernhalten. ثم الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة. Danach die Antwort auf diejenigen, die sagen, dieser Schirk kann nicht in der Umma passieren oder in der arabischen Halbinsel. الأعمال الشيطانية. Die Taten des Satan kommen. أعمال القلوب. Die Taten des Herzens. الأسماء والصفات. Die Namen und Eigenschaften. المناهي اللفظية والألفاظ الشركية. Die verbotenen Wörter und die Wörter, die Götzendienst bedeuten. والخاتم. من يعيد؟ نعم. بسم الله. مقدمة الكتاب. الله يعين. طيب. إذا هذا الكتاب يحتوي على أقسام عشرة مهمة جدا. مقدمة كتاب. نعم. Also zehn wichtige Teile, Aspekte beinhaltet dieses Buch. Das erste, das Vorwort. هذه المقدمة قلنا ذكر في هذه المقدمة أبواب خمسة. ذكر الأدلة على وجوب التوحيد في الباب الأول. نعم. Und hat in diesem Vorwort fünf wichtige Aspekte genannt. Das erste ist die Beweise dafür, dass dieser Eingottglauben Pflicht ist. ثم في الباب الثاني ذكر الأدلة التي تدل على فضل التوحيد وما له من أجور عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى تشتاق، لأن هناك من ينفر عن التوحيد. نعم. Der zweite Aspekt im Vorwort ist die Beweise dafür, welche Großzügigkeit und welchen Vorrang dieser Tauhid, dieser Eingottglauben hat. Warum? Weil wenn wir das hören, dann sehnen wir uns danach, ihn umzusetzen. ذكر لك وجوب التوحيد ثم فضل التوحيد حتى تشتاق ثم أراد أن يبين لك تحقيق التوحيد في الباب الثالث حتى تحقق التوحيد لأنه وجب عليك وتشوقت إليه. نعم. hat dir erwähnt, welchen Vorrang dieser Tauhid hat und dass es Pflicht ist. Jetzt zeigt dir, wie du ihn umsetzt. نعم. ثم بعد هذا أراد أن يبين لك أن من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك ولا بد تخاف لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه فأنت من باب أولى. نعم. Nachdem du den Tauhid umgesetzt hast, zeigt dir, dass es genauso Pflicht ist und zum Tauhid gehört, dass du vor dem Götzendienst, also vor dem Schirk, Angst hast, weil sogar der Prophet Ibrahim عليه السلام hatte Furcht davor. نعم. ثم في الباب الخامس ذكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن من تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. Und zum fünften Aspekt gehört, dass nachdem man den Tauhid verstanden hat und sich vor dem Schirk gewarnt hat, dass man die Menschen dazu aufruft zu diesem Tauhid. وجوب التوحيد أنه أوجب الواجبات وأول الواجبات الأدلة عليه في الباب الأول. Also als erstes die Pflicht des Tauhid, dass es die erste und höchste Pflicht ist. ثم بين لك فضل التوحيد حتى تشتاق. Danach hat dir gezeigt die Stellung und den Vorrang des Tauhid. تشوقت الآن أراد أن يبين لك تحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد. Wenn du jetzt Sehnsucht hast nach diesem Tauhid, dann zeigt dir, wie du diesen Tauhid auch umsetzt. ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضد الخوف من الشرك. Und zu diesem Tauhid, zu dem Umsetzen des Tauhid gehört, dass du dich vor dem Schirk fürchtest. ومن تحقيق التوحيد الدعوة إليه. نعم. Und dazu gehört, wenn du den umsetzt, gehört, dass du auch dazu aufrufst. هذا هو القسم الأول كالمقدمة للكتاب. نعم.
Das ist der erste Teil als Vorwort zu diesem Buch. نعم. القسم الثاني ما هو؟ Zum zweiten Teil, was ist das? تفسير التوحيد. لماذا الآن يفسر لك التوحيد؟ قال عرفت أن التوحيد واجب وتشوقت إليه ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال الآن أفسر أبين لك التوحيد. نعم. Und jetzt kommt die Erläuterung des Tawhid, also die detaillierte Erläuterung. Warum? Nachdem er dir gezeigt hat, dass es Pflicht ist und er einen Vorrang hat und dass er viele gute Vorzüge hat bei Allah und dass man sich vor dem Schirk warnen muss, jetzt will er dir zeigen, was genau dieser Tawhid ist. لكن هو فسر التوحيد بضده، فسر التوحيد ببيان أنواع الشرك الأكبر. نعم. Aber was macht er hier? Der Autor erklärt jetzt den Tawhid mit dem Gegenteil, weil wenn man diesen Gegenteil kennt, diesen Götzendienst, den Schirk, dann versteht man auch, was der Tawhid ist. نعم. فالتوحيد ضد الشرك. نعم. Weil der Tawhid das komplette Gegenteil vom Schirk ist. والعلم ضد الجهل. Und das Wissen, das Gegenteil vom Unwissen ist. وبهذا تتضح الأشياء. نعم. Und dadurch versteht man diese Sachen, da werden sie einem klar. ذكر في تفسير التوحيد أنواع الشرك الأكبر. نعم. In der Erläuterung des Tawhid hat die großen Götzendienste erklärt, also die großen Arten von Götzendiensten. فالشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. Und dieser große Götzendienst lässt sich in vier Teile teilen. Schirk fi ad-du'a, der Götzendienst in der Bittgebet. Wa schirk fi al-mahabba, und der Götzendienst in der Liebe. Wa schirk fi at-ta'a, und der Götzendienst in der Gehorsamkeit. Wa schirk fi an-niyya wal-irada wal-qasd, und der Götzendienst in der Absicht und im Willen und in der Beabsichtigung. Na'am. Kam? Wa hiya. الأول شرك الدعاء عشان ما أحد ينام. نعم نعم الشيخ، الأول الشرك في ماذا؟ الشرك في الدعاء. نعم. The first is the Götzendienst in the Mitgebet. الثاني الشرك في الطاعة، والثالث الشرك في المحبة، والرابع الشرك في النية. نعم. Und das zweite war der Götzendienst in der Anbetung, also in der Gehorsamkeit. Der dritte war in der Liebe und der vierte war in der Absicht. هذه أنواع الشرك الأكبر. كم أقسام؟ أربعة. نعم. Und das sind die vier großen Arten des Götzendienstes. طيب. شرك في الدعاء بأن يعبد غير الله. دعاء عبادة. يصلي. يصوم يحج لغير الله، هذا شرك في الدعاء. نعم. Und jetzt zu diesem Götzendienst in dem Bittgebet ist zum Beispiel, dass jemand anderen anbetet außer Allah. Wenn zum Beispiel betet oder fastet oder schlachtet für jemand anderen außer Allah, dann hat hier dadurch ein Schirk im Bittgebet. أو يطلب شيء من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. Oder dass etwas von jemand anderen verlangt, außer Allah, was nur Allah kann. يطلب الولد. Er verlangt zum Beispiel ein Kind zu kriegen. إنزال الغيث. Oder dass es regnet. الرزق من غير الله سبحانه وتعالى. Oder die Versorgung von jemand anderem außer Allah. هذا فيما لا قدر عليه إلا الله. حكم هذا. شرك أكبر. نعم. Und das sind Sachen, die kann nur Allah erfüllen. Und bittet sie von jemand anderem. Also ist das was? Ein großer Schirk. الثاني شرك في المحبة. Das zweite ist der Schirk in der Gehorsamkeit. يحب غير الله محبة مساوية لله سبحانه وتعالى، أو يحب غير الله أكثر من حب الله سبحانه وتعالى. Es ist, wenn zum Beispiel der Götzendienst in der Liebe ist, wenn jemanden so viel liebt wie Allah liebt, oder wenn jemanden mehr liebt als Allah. الثالث شرك الطاعة. Der dritte ist zum Beispiel der Götzendienst in der Gehorsamkeit. يعتقد أن القوانين والطواغيت والأحكام التي تأتي من الناس، يعتقد هذا أنها أحسن من حكم الله وأن حكم الله لا يصلح. نعم. Wenn zum Beispiel daran glaubt, dass die Gesetze
oder die Urteile, die von den Menschen kommen, besser sind als die Gesetze von Allah. Und er will nicht das Gesetz von Allah. Das ist auch ein großer Schritt. لكن إن اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد لكن قدم حكم القوانين لحب رئاسة أو منصب أو غير هذا هذا كفر أصغر كفر دون كفر نعم. Doch wenn er weiß, dass das Urteil Allahs und das Gesetz Allahs das Beste ist und das, was den Menschen nutzt, aber er nimmt das Urteil und Gesetz der Menschen aus politischen Gründen oder aus finanziellen Gründen, um davon etwas zu bekommen, dann ist das ein kleiner Kufr. Schirk für Nähe. Der Schirk in der Absicht. يعني لا ينوي العبادة لله ينوي كل العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. Das bedeutet, dass er die Absichten in den Taten nicht für Allah macht, sondern alle seine Absichten sind für andere außer Allah. نعم. أيضا ذكر المؤلف في هذا القسم الذبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح للجن ولأصحاب القبور. نعم. Und genauso hat der Autor in diesem Teil erwähnt, dass wenn man schlachtet für andere außer Allah, wie zum Beispiel für die Gräber oder die Toten, dann ist das auch eine große Art von Schirk. وذكر ما يصنع كثير من الناس هدانا الله إياه من المسلمين من تعليق أشياء نعم. Und er hat erwähnt, was viele Menschen machen, viele Muslime, möge Allah uns und sie recht leiten, wie zum Beispiel Sachen aufhängen. رأس الثور. Dass der Teil, die hängen den Kopf des, des Bullen auf. Er tut zum Beispiel auf seinem Haus das, einen Bullenkopf drauf. Oder einen Löwen. Oder Fisch. Oder alte Schuhe. Oder الفرس الحديدة هذه اللي تكون في في رجل الفرس oder die Hufeisen des Pferdes أو كف oder die Hand أو عين oder das Auge أو خرزة زرقاء oder ein blaues dieses Nasal Auge أو بعض الخرق السوداء oder manche schwarze Tücher أو يضع على باب المنزل بعض الأشجار نعم oder er tut ein paar Zweige oder kleine Bäume. أو يكتب بعض الكتابات. Oder er schreibt irgendwelche Sachen drauf. مثلاً عين الحسود لا تسود. نعم. Er schreibt zum Beispiel auf, das Auge des Neidenden wird niemals erfolgreich sein. إذا اعتقد أن هذه الأشياء هي المؤثرة بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار هذا شرك أكبر. إذا قال رأس الثور هذا هو الذي يطرد الجن والشياطين بذاته نعم. Wenn er daran glaubt, dass diese Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, die er auf sein Haus aufgestellt hat, dass diese Sachen ihn beschützen und dass diese Sachen Nutzen bringen oder Schaden abwenden, dann ist das ein großer Schritt, ein großer Götzendienst. Wenn er zum Beispiel sagt, der Kopf von diesem Rind, das ist der selber vertreibt die Satan und Dämonen. وإذا قال لا جعل الله سبحانه وتعالى أسباب لدفع العين نقول هذا شرك أصغر لأن الله لم يجعلها سبحانه وتعالى أسباب لدفع العين نعم. Aber wenn er sagt, die selber vertreiben das nicht, sondern Allah hat es zu einem Grund gemacht, dass die Satane und Jinn nicht in das Haus reinkommen, dann ist das ein kleiner Schirk, weil Allah hat das nicht so vorgeschrieben. طيب كيف؟ قال يقول لك كيف؟ أحافظ على بيتي وعلى أولادي وعلى سيارتي من العين. نعم. Jetzt fragt er dich aber, wie kann ich mein Haus und meine Kinder und mein Auto davor schützen, vom Auge getroffen zu werden? نقول تحافظ عليها من العين بماذا بالشرك لو تتلف هذه الأشياء ولو تموت الدواب وكذا أحسن من أن تقع في الشرك نعم. Wir fragen ihn, willst du diese Sachen beschützen, indem du Schirk machst, indem du Götzendienst machst? Dass dein Haus und die Kinder und das Auto kaputt gehen, ist besser, als dass du in Schirk reinfällst. لأن لو وقع عليها شيء ورضيت بقضاء الله وقدره لك ماذا؟ لك الرضا من الله سبحانه وتعالى. نعم. Wenn deinem Haus oder deinen Kindern oder dem Auto etwas passiert und du zeigst dich geduldig und zufrieden damit, dann wird Allah mit dir zufrieden sein. وهل الذي يضع هذه الأشياء في سيارته لا يصيبها شيء؟
Denkst du etwa, dass diejenigen, die diese Sachen in ihren Autos aufhängen, dass diesen Autos nichts passiert? La. Im Gegenteil. Na'am. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kan lahu dawa wa aulad wa dar? Na'am. Wada' hadhihi al-ashya'? La. Hal anta afdal min an-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal turid an tushri' lil umma? Na'am. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte auch ein Haus und Kinder und Reittiere. Hat er darauf etwas aufgehängt? Nein. Also bist du etwa besser als der Prophet, dass du da Sachen aufhängst? فأنت الآن بين خيارين. إما أن تجعل هذه الأشياء يحفظها الله سبحانه وتعالى لك أو ترجع إلى هذه الأشياء وتجعلها تحفظ شيء والله لن تحفظ. نعم. Du stehst jetzt vor einer Entscheidung. Entweder du überlässt den Schutz von allem, was du besitzt, Allah und dann wird das beschützt, oder du überlässt es diesen Sachen, die du aufhängst, und sie werden nicht beschützt. وذكر أيضا في هذا القسم الرقية. نعم. Und genau auch in diesem Teil, in diesem Aspekt erwähnt er auch diese Heilmethode der Ruqya. Ruqya تنقسم إلى قسمين. Ruqya شرعية وRuqya شركية. نعم. Und diese Ruqya, diese Heilmethode lässt sich in zwei Teilen. Der eine Teil ist der gesetzliche Teil, und zwar das, was Allah vorgeschrieben hat. Und der andere Teil ist Götzendienst, also Shirk. Ruqya الشرعية لابد فيها من شروط ثلاث حتى تكون شرعية وإلا فهي رقية شركية نسأل الله عليه السلام. نعم. Die erste Rukia, die erlaubt ist und die von Allah gewollt ist, die muss drei Bedingungen erfüllen, damit sie richtig ist. Wenn nicht, dann ist das wieder ein Götzendienst. نعم. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. نعم. Die erste Bedingung ist, dass die Ruqya gelesen wird aus dem Buch Allahs oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder mit den Namen und Eigenschaften Allahs, wenn man zum Beispiel Bittgebete spricht. نعم. من الكتاب يقرأ الفاتحة على نفسه. نعم. Vom Buch Allahs ist, wenn er zum Beispiel die Sura al-Fatiha, die eröffnende Sura, من über sich selber liest. من السنة يقول أعوذ بكلمات الله التامات. Und von der Sunna, wenn er zum Beispiel dort die Heilmethode nimmt, dann sagt er, ich suche Zuflucht mit den vollkommenen Worten Allahs. نعم. بأسماء الله وصفاته يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي. نعم. Mit den Namen und Eigenschaften. Wenn er damit die Heilmethode macht, ist, wenn er seine Hände hebt und sagt, oh Allah, oh du Lebendiger, oh du Beständiger, nimm mir meine Sorgen weg und die von meinem Bruder. هذا الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة الصحيحة أو بأسماء الله وصفاته. Das war die erste Bedingung, und zwar, dass diese Heilmethode der Ruqya gemacht wird mit dem Buch Allahs oder die Sunna des Propheten oder mit den Namen und Eigenschaften Allahs. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. يعني يتكلم بكلام واضح وكلام يسمع وكلام يفهم. نعم. Die zweite Bedingung ist, dass das, was in dieser Ruqya gesprochen wird, in dieser Heilmethode gesprochen wird, Wörter sind, die verstanden werden, die einen Sinn machen und die jeder hört. يعني الآن لابد إذا أراد أن يقرأ الإنسان نسمع هذا الكلام ما يقرأ بصوت منخفض. نعم. Also wenn jetzt jemand Ruqya macht, dann muss er so laut sprechen, dass man das hört und versteht. وكلام مفهوم. لأنه قد يتكلم بكلام لا نفهم ويقول عنا لا 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 نقول اسمع إما أن نفهم ما تقول أو نقول عنك ساحر. نعم. Und das zweite ist, dass er etwas spricht, was wir verstehen. Nicht, dass er vor sich hinrattert und versucht uns etwas zu sagen. Wenn er das macht, dann sagen wir ihm, entweder du sprichst etwas, was wir verstehen, oder wir sagen, dass du ein Zauberer bist. وقد يأتي بأشياء هي أسماء للشياطين أصلا. يعني يأتي بأشياء وينادي بأسماء ليست من أسماء الله. هي أسماء لمن؟ للشياطين يناديهم. نعم. Und es kann sein, dass mit Sachen kommt, die eigentlich die Namen der Satan sind, die Namen von Shaitan sind und nicht die Namen von Allah. هذا هو الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. نعم. Und das war die zweite Bedingung. Und zwar, dass diese Rukya, die Heilmethode gemacht wird mit Wörtern und Sätzen, die verstanden werden, die gehört werden und die einen Sinn machen. الشرط الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. لأن بعض الناس يعتقد أن الراقي
هو المؤثر بذاته وهو الذي يشفي المرضى. نعم. Die dritte Bedingung bei der Rukya ist, dass wir daran glauben, dass diese Rukya nur ein Grund dafür ist, dass Allahs Heilung kommt. Denn es gibt leider viele Menschen, die daran glauben, dass derjenige, der über dich diese Rukya macht, dass derjenige, in dessen Hand die Heilung ist, obwohl sie nur bei Allah ist. نعم طيب نراجع ما أخذنا ونختم الدرس اليوم إن شاء الله تعالى ونبدأ بعد صلاة العصر. ماذا أخذنا؟ أخذنا أن هذا الكتاب نستطيع أن نفهرسه ونقسمه إلى 10 أقسام، والأبواب في كتاب التوحيد 67 باب. نعم نعم. Und wir haben also heute durchgenommen, dass dieses Buch sich in 10 Teile teilen lässt, aber darin gibt es insgesamt 67 Aspekte. فأي كتاب تريد أن تفهم أو تعرف محتوى الكتاب لابد تنظر إلى الفهرس. مجرد ما تقتني كتاب من الكتب أقل ما تقرأ فيه المقدمة والفهرس. نعم. Jedes Buch, wenn du willst wissen, was da drin steckt, dann musst du mindestens das Vorwort lesen und das Inhaltsverzeichnis. نعم. قلنا المقدمة فيها أبواب خمسة وهي وجوب التوحيد ثم فضل التوحيد حتى تشتاق ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده ومن تحقيق التوحيد الدعوة إليه. نعم. Wir hatten gesagt, dass das Vorwort aus 5 Teilen besteht, und zwar die Pflicht des Tawhid. Und als nächstes die Vorzüge des Tawhid, als drittes das Umsetzen des Tawhid, als viertes die Furcht vor dem Gegenteil des Tawhid, und das ist der Schild, und das fünfte war, dass man dazu aufruft. Naam. عشر أقسام. ما هي؟ القسم الأول. القسم الأول المقدمة. طيب نعم. المقدمة وقلنا آخر قسم هو الخاتمة. نعم. Wir hatten gesagt das Vorwort und das letzte Teil, der letzte Teil ist der Abschluss. نعم. تفسير التوحيد وقلنا فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء وفي هذا القسم ذكر أشياء منها. نعم. Wir hatten gesagt, der zweite Teil ist die Erläuterung des Tawhid, und wir haben gesehen, dass der Autor den Tawhid erklärt hat durch das Gegenteil, weil dadurch wird das klar. نعم منها. أنواع الشرك الأكبر: الشرك في الدعاء والشرك في المحبة والشرك في الطاعة والشرك في النية والإرادة والقصد. نعم. Wir haben erwähnt die 4 großen Aspekte des Schirk. Und zwar, dass man zum Beispiel Allah etwas beigesetzt in Bittgebet oder in der Gehorsamkeit oder in der Liebe oder in der Absicht. Naam. Hatna al-Muallif ma ata fi kitabihi illa bima qala Allah. Anna mumayyizat min mumayyizat hadha al-kitab annahu lam ya'ti bi shay' min kalami. كل ما في هذا الكتاب أدلة من كتاب وسنة وقال السلف الصالح. Wir haben auch gesagt, dass der Autor, mit Allah ihm barmherzig sein, nichts von sich selber ausgebracht hat, sondern alle seine Beweise von Allah und dem Gesandten stammen. نعم. أخذنا أن لو أردنا شيئاً نطلبه من الله وليس من أحد. أن ما يمكن أن نعتقد أن لأحد شيء من جلب المنافع أو دفع المضار. الذي بيده دفع جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. Wir haben auch gelernt, dass das Bringen von Nutzen oder das Abwenden von Schaden nur von Allah sein kann und wir das von keinem anderen verlangen dürfen, der das nicht kann. نعم. أخذنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين شرعية وشركية. نعم. Wir haben heute auch gelernt, dass die Heilmethode der رقية sich in 2 Teile teilen lässt: eine gesetzliche, vorgeschriebene, und eine verbotene, die Schirk ist. فالشرعية لابد فيها من شروط 3. اختر شرط واحد تنتقل من الشرعية إلى الشركية. نعم. Und diese gesetzliche, vorgeschriebene, gute Heilmethode, sie hat 3 Bedingungen. Wenn eine dieser 3 Bedingungen fehlt, wird aus ihr wieder eine رقية, die Schirk ist.
نعم، الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. نعم. Wir hatten gesagt, dass die erste Bedingung von dieser Ruqya, der erlaubten Ruqya, die ist, dass das, was gesprochen wird, entweder vom Buch Allahs oder von der Sunna des Propheten oder die Namen und Eigenschaften Allahs enthält. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية، لأنه لا يوجد عندنا رقية باللغة الألمانية، باللغة الكردية، باللغة الهندية، لا يوجد. نعم. Die zweite Bedingung ist, dass das, was in dieser Ruqya gesprochen wird, alles verstehen werden muss und dass es Sinn macht und dass es gehört werden muss. Und das muss auf Arabisch sein. Es gibt keine deutsche oder kurdische oder andere sprachige Ruqya. Es muss auf Arabisch sein. إلا إذا كان من باب الدعاء، هل يصح لمن لا يعرف اللغة العربية أن يدعو بلغته؟ يعني هذا يريد يدعو باللغة الكردية، وهذا يدعو باللغة الهندية، وهذا يدعو باللغة الفارسية مثلا، وهذا يدعو باللغة الألمانية، وهذا يدعو باللغة الإنجليزية. يصح؟ يصح بشرط واحد، ألا يغير الأسماء الحسنى، يذكر أسماء الله كما هي باللغة العربية، يقول يا الله ثم باللغة الفارسية وباللغة الكردية وبالإنجليزية يقول أرزقني، لا يضر. مفهوم؟ إذا لا يصح أن ينادي الله إلا باللغة العربية بأسمائه، يا الله، يا رحمن، يا حي، يا قيوم. نعم. Es ist erlaubt für denjenigen, der die arabische Sprache nicht hat, dass er auf seiner eigenen Sprache diese Bittgebete spricht. Aber wenn die Namen und Eigenschaften Allahs vorkommen in dieser Ruqya, dann muss er sie so nennen, wie sie sind. Also er muss Allah sagen, er muss Qayyum sagen, er darf nicht die Übersetzungen davon nehmen. نعم. لا، لأن قاد مثلا ليست من أسماء الله. خداي مثلا ليست من أسماء الله. نعم. Zum Beispiel, der Gott heißt auf Kurdisch Khodai. Und das ist nicht von den Namen Allahs. So muss man Allah persönlich anrufen. نعم. طيب، الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب وأن الذي بيده جلب المال في جمع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Und die dritte Bedingung war, haben wir gesagt, dass diese Ruqya nur ein Grund ist, eine Ursache, aber die Heilung selber kommt nur von Allah. طيب، نكتفي بهذا المقدار بعد صلاة الظهر بإذن الله تعالى، نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.